Hi, ihr seid hier im Klanglabor Berlin gelandet. Das ist der neue YouTube-Kanal für digitale Musikproduktion und Home Recording. Ich werde hier ab sofort jeden Mittwoch neue Videos einstellen. Videos zum Thema Recording und Mixing. Da werden so Dinge eine Rolle spielen wie die verschiedenen Effekt-Plugins, sowas wie Hall oder Kompressoren oder Equalizer und so weiter. Und natürlich auch die verschiedenen virtuellen Instrumente wie virtuelle Bässe, Gitarren, Synthesizer und so fort. Neben den verschiedenen Produktionsverfahren beim Mixing und Recording werde ich auch die Hardware vorstellen, die ich hier einsetze. Das heißt Audio-Interfaces, Mikrofone, Kopfhörer, Master-Keyboards, was man halt so braucht im Alltag des Recordings. Wie organisiere ich die Lautstärkeverhältnisse im Mix? Wie passen bestimmte Instrumente zusammen und die Spieltechniken? Was ist Kompression? Wie setze ich Effekte in meinem Mix ein? Welche Soundarrangements passen zu meiner Vorstellung von Musik? Das sind Fragen, die ich in diesen Videos behandle. So ein Video wird nicht länger als 5 Minuten sein, damit man da auch nur kurz sich das ansieht und anhört, was man gerade wissen will. Auf der Klanglabor Homepage stelle ich dann auch noch ein kleines Recording-Lexikon zusammen, in dem die wichtigsten Begriffe besprochen werden, die im Recording eine Rolle spielen. Das werde ich so nach und nach aufbauen und hoffe da auch auf Feedback aus der Community. Ich bin selbst Lernender auf dem Gebiet Mixing und Recording und die Videos dokumentieren gewissermaßen immer meinen aktuellen Lernfortschritt in diesem Bereich. Ich setze darauf, dass es hier einiges Feedback aus der Community gibt, sodass wir nach und nach gemeinsam auch die Qualität dieses Kanals verbessern können. Neben dem YouTube-Kanal gibt es, wie gesagt, auch noch eine Homepage vom Klanglabor. Die ist zu erreichen unter der Internetadresse www.klanglabor.berlin. Mein eigentliches Ziel ist es, einen eigenen Sound zu finden, mit dem ich in Zukunft meine eigene Musik produzieren kann. Wichtig ist es mir deshalb auch, gute Beispiele zusammenzustellen von Musiken, die ich im Internet so finde. Und das tue ich an der Kategorie Tube Pop. Sowohl auf der Homepage wie auch im YouTube-Kanal. Auf dem Kanal könnt ihr das auch als Playlist euch anhören. Also spannende, neue, frische Musik, die man nicht jeden Tag hört, aber die für sich eine gute Qualität hat. Wenn ihr mit all dem hier etwas anfangen könnt, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir etwas Feedback gibt unter diesem Video. Wo liegen eure Interessen? Wo kann man sinnvollerweise etwas vertiefen? Welche Musik mögt ihr? Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Stöbern. Bitte unterstützt den YouTube-Kanal durch einen einfachen Klick auf den Abonnieren-Button. Also, bis demnächst im Klanglabor Berlin. Tschüss!